Nun, ich kann Gleiches zurückgeben. Es war eine Fügung des Schicksals der Götter Angroschs, dass wir aufeinander getroffen sind, so oft. Ich werde später noch einmal die Hände von dir vermessen. Und ja, danke. Dann könnt ihr euch gerne ein Metall aussuchen. Ich tendiere immer ganz gerne zu rötlichem Metall, aber was sind eure Hände, eure Ringe? Wählt aus, was ihr haben mögt. Kann sogar aus Endurium werden. Ein oder anderen Krümel haben wir noch. Ja, vielen Dank. Dann werde ich mir nachher einmal ansehen, was zur Auswahl steht. Wäret ihr ein Zwerg, könnte ich sogar noch etwas aus Titanium schmieden, aber ich glaube, die werden nicht fertig, bevor ihr... Naja, das wird so sicherlich 30 Jahre dauern, bis die Ringe fertig sind. Ach, das ist für unser Eins dann doch ein wenig zu viel Zeit, ja. Ja, währenddessen tritt Xenos von den Flammen an Raphim ran und nickt dir zu. Neben ihm kannst du seinen riesigen Hund erkennen. Oh, euer Hund ist immer noch sehr prächtig. Sehr prächtig. Und dein Bär ist ebenso gewachsen. Natürlich. Wir arbeiten gerade daran. Also noch sind wir in der Planung. Aber wenn Mira weiter so wächst, kann ich auf den Bären reiten. Lass dich mir einige Pilze mitgeben, die meinem Wachstum helfen. Oh, ist deswegen euer Hund so groß? Ich hatte mich schon gefragt. Ich habe erst gedacht, ihr würdet diese Nüsse verwenden, die man es in Aranien gibt. Diese Großnüsse. Deswegen werden die Elefanten ja auch so groß. Jagernuss? Er schüttelt mit dem Kopf. Nein, aber Pilze. Tief aus dem Inneren von Xorlosh. Die Gänge sind uralt. Aber ich kann sie dir mitgeben, für deinen Bären. Oh, das ist lieb. Sie schmecken fast fleischig. Oh. Wir sollten unbedingt öfter mal hier hinkommen, Boltax. Die Leute sind alle so nett zu mir. Ja, wir sollten öfter herkommen. Also, ja. Die Mittelreiche sind immer so arschig zu mir. Kann vielleicht ich nicht nachvollziehen. Vielleicht bin ich auch arschig zu den Mittelreichern. Eins von beiden. Vielleicht steckt in euch ein bisschen Zwerg und deshalb fühlt ihr euch hier so wohl. Vielleicht bin ich einfach zwei Zwerge. Ich bin ja auch groß wie zwei Zwerge. Eher wie vier Zwerge. Ja, also der Hochkönig ist ja auch schon ganz... Also für einen Zwergen ist er ja schon stattlich, sag ich mal. Und der Mann da vorne hat dickere Arme als ich. Ja, aber das... Der ist ja auch ein bisschen älter als du. Der hatte viel Zeit, um seine Arme so dick zu machen. Ja, Boltax, du musst jetzt auch an deinen Armen arbeiten. Jetzt weiß ich ja, wie es am Ende aussehen kann. Also, bisschen mehr. Hol dir mal ein paar Tipps ab. Vielleicht hat er ja ein paar Pilze für dich. Ja, so ein paar Pilze, da würde ich schon nicht nein sagen. Aber, später vielleicht. Es gibt erstmal wichtigere Sachen zu machen. Zum Beispiel dieses wunderbare Essen in mein kleines Bäuchlein zu bekommen. Wollt ihr das alles aufessen? Diese riesen Pfanne? Ja, natürlich. Ihr wisst, dass wir auf dem Rückweg und zu Hause auch noch essen können, ja? Jetzt ist es gemacht. Ihr müsst jetzt nicht für die gesamte Jahreszeit vorsorgen. Boltax hat auch schon ein bisschen Käse verlaufen in seinem Bart. Kann er sicherlich später auch noch essen. Wollt ihr etwa, dass es schlecht wird? Wollt ihr das? Ich piekse irgendwas auf meinem Teller, was absolut nicht auf die Gabel will. Boltax, ich bin mir nicht sicher, dass es in der Lage ist, schlecht zu werden. Das natürlich. Käse kann schlecht werden. Und seht ihr hier etwas, was nicht von Käse überbacken ist? Nein. Guter Witz, Boltax. Käse, der schlecht wird. Doppelt lustig. Ja. Aber ihr müsst aufpassen. Naja, passt ja nicht mehr durch den Angrosch-Axthieb durch. Durch die Felsspalte. Ach, macht euch da mal keine Sorgen. Die Zwerge schütteln wieder mit dem Kopf. Aber mir, was ist mit deinem Humor los? Nun ja, ich probiere mich an. Das ist schon beleidigend. Naja. Ich verstehe Zwerge nicht. Aber ihr müsstet auch ein bisschen an eurem Bäuchlein arbeiten. Ich habe gute Fortschritte gemacht. Das ist richtig, aber jetzt hat er die Chance, noch einmal eine ganz neue Ebene der Physis zu erreichen.
Ich bin mir nicht sicher, wie meine Verlobte darauf reagieren würde. Ach, die ist begeistert, aber mir, dann sieht ihr mehr aus wie ein Zwerg. Ja, richtig, kennt ihr nicht das alte Sprichwort der Zwerge? Grax mo Grax, viel hilft viel. Mhm. Grax mo Grax, Waroschem. Alle Zwerge heben ihren Humpen. Ich hebe zwangsläufig meine Humpen und stöhne ein wenig. Waroschem. Aber ich befürchte, Abelmir, wann willst du dich denn verheiraten? Ich fürchte, das wird noch ein wenig dauern. Ihr wisst noch, diese Aufgabe, die wir bekommen haben. Vorher kann ich mich in Aranien nicht sehen lassen. Vergesst diese Aufgabe doch. Der wird schon früher oder später, in seinem eigenen Gold ersticken. Ach der! Richtig. Ach, eure Verlobte ist Aranierin? In der Tat. Die wunderste, schönste Löwin von Aranien überhaupt. Ich hatte vor, einen Abstecher nach Zorgan zu machen. Wenn ihr mögt, kann ich sie von euch grüßen. Ja, ich bin mir nicht sicher, ob das eine gute Idee ist. Ach, deshalb nicht. Wieso, Izulamin weiß doch, wie man sich benimmt, im Gegensatz zu dir und Yalan. Ja, haben wir. Was soll das denn nun schon wieder heißen? Dass du dich nicht benehmen kannst, das hab ich doch gesagt. Und ja, hört ihr mir auch nicht zu. Verhalten ist das hier. Was zieht ihr mich denn jetzt da rein? Nun, ich hab doch gar nichts gesagt. Isha ist ein wenig, nun sagen wir, ich will nicht sagen eifersüchtig oder besitzergreifend, aber auf fremde Frauen reagiert sie etwas anders. Oh, natürlich. Ich will euch nicht in Verlegenheit bringen. Vielleicht ich bin sicher, ihr schreibt ihr Briefe. Ja, natürlich. Vielleicht solltet ihr euch lieber innerhalb eures eigenen Kulturkreises umsehen, hm? Nein. Ist ihr Leonida hat noch eine Schwester. Ihr wollt euer Problem auf mich abwälzen? Was ist das Problem? Wer ist Leonida? Er traut sich nicht, ihr einen Antrag zu machen und verschachert mich an ihre Schwester. Bitte, ich was? Dachte mir ja nur, wenn ihr das Eis erstmal gebrochen habt, lässt sich das danach leichter einfädeln. Ihr müsst ein wenig mehr Mut beweisen. Courage. Zeigt genau. Die Courage, die ihr auch beim Schwarzen Drachen bewiesen habt. Alan, ist aus deiner Mitte vom Turnier? Ja, von... tatsächlich. Ha. Das Fräulein von Sirenstein. Ja, die kenne ich noch. Gemeinsam einen Brief schreiben. Man muss sie anders nicht alleine machen. Ihr werdet euch hüten. Ihr werdet euch allesamt hüten. Mit der seid ihr noch im Kontakt? Ich dachte, ihr wäret nicht besonders gut auseinandergegangen. Nun, ihr wisst schon, Dinge passieren. Menschen blicken den Tod ins Auge und überdenken ihre Prioritäten. Ihr wollt euch zur Ruhe setzen? Ja. Ich habe es noch nicht geschafft, mit Ohaya zu sprechen, aber ich hoffe, wir können irgendwo ein Stück Land bekommen und ich werde, ich weiß nicht, Pferde züchten oder so. Oder Rinder. Auch wenn ihr wollt, ich kann vielleicht in den Anfang ein gutes Wort einlegen, dann könntet ihr so eine eigene kleine Plantage aufbauen mit ein paar Sklaven, das wäre wunderschön. Danke, Rafim, aber ich dachte näher an zu Hause. Ja, das ist doch zu Hause. Oh, vielleicht könntet ihr am Schlund ein lauschiges Höhlchen bewohnen. Oh, in trauter Zweisamkeit. Das ist doch auch schön. Zum Beispiel. Haben wir vorhin gesagt, dass Roha ja jetzt Land verschenkt, vor allem in der Wäldermark. Macht sie wohl ganz gerne. Verschenkt Land, was ihr zwar gehört rechtlich, aber was noch wieder zu erobern sein müsste. Nun, das wäre doch eine passende Aufgabe, oder nicht? Genau. Ich hatte gehofft, das Schwert endlich an den Nagel hängen zu können. Oh, haben wir nicht alle genug getan mittlerweile? Erzählt doch etwas von eurer Angebeteten. Also letztes Mal fand ich sie ziemlich penetrant. Und sie ist penetrant? Sie ist eine sehr willensstarke Persönlichkeit. Aha. Ah, so nennt man das also. Willensstark. Wie schreibt sie man willensstark? Mit DK oder mit G? Bitte? Ich frage nur für einen Freund. Und sie kommt aus der allerbesten Familie. Die Sirenstehens sind ein hoch angesehenes Haus in den Nordmarken. Mhm. Und wie sieht sie aus? Als würdest du Menschen auseinanderhalten können, Bolters. Ja, hat sie einen schönen Bart? Ihr Bart hat eine für Menschenfrauen angemessene Schönheit, ja. Jetzt wirklich ein Bart?
Nein, Havelmir, das war die Aussage hier. Hast du schon mal eine menschliche Frau mit Bart gesehen? Nun, ich weiß nicht. Also ich habe so eigentlich die Erinnerung an diese Frau, aber ich denke, sie hatte keinen Bart. Wollt ihr also doch nur mal zu verstehen, was euch alle reizt? Währenddessen kann Zulamin spüren, wie sich eine raue Hand auf deinen Arm legt und du siehst, wie Ginnemon, der blinde Hochkönig von dem Koschgebirge, Koschbürge, neben dir steht. Väterchen, was kann ich für euch tun? Ich habe gehört, dass du ebenso gegen den Drachen strittest. Und ich wollte dir etwas ebenso schenken wie die anderen Könige. Nun, ich wusste nicht genau, ob es eine Speerspitze sein soll, aber mir wurde gesagt, dass du schön bist. Wollten wir diese Schönheit erhalten? Ich habe ein altes Kettenhemd aus Mondsilber. Und wenn ich alt sage, dann meine ich für Menschen alt. Es war ehemals im Besitz von Perval. Perval von Gareth. Für uns Zwerge ist es wohl noch neu. Zerfallen wird es nicht, aber wenn du magst, werde ich es dir überlassen. Als Dankeschön. Oh, es ehrt mich über die Maßen, dass ihr euch um meine Sicherheit sorgt. Ihr und deine Gefährten, ihr habt mir etwas Frieden geschenkt. Jetzt, wo der Alagrim vernichtet ist. Nun, so viel habe ich gar nicht getan, aber habt Dank. Es ist 8x8x2 Jahre alt. Ich werde es dir in deine Kammer bringen lassen. Es ist ein Alter, das ich mir kaum vorzustellen vermag. Obwohl ich aus einer der ältesten Menschenstädte Aventuriens komme. Versah. Er nickt. Ich war noch nie dort, aber Geschichten habe ich gehört. Viele von meinen Brüdern sollen wohl dort leben. Er seufzt. Lässt deine Hand los, dreht sich noch einmal zu dir um, kannst wieder in die silbrig-weißen Augen blicken, in die Brandnarben und in das Kupfer, was in seine Haut eingearbeitet ist. Du riechst gut. Wartet einen Moment. Um. Ja. Zulamin ergreift seine beiden Hände. Ihr könnt meine Schönheit nicht sehen, aber vielleicht mögt ihr mein Haar berühren. Und sie führt seine Hände zu ihrem seidigen Haar, sodass er die Glätte fühlen kann und wie weich ihre Haut ist. Und ihr müsst wissen, meine Lehrmeisterin ist ebenfalls blind. Ich weiß ein wenig, wie es ist. Wenn du meinst, Traurigkeit zu erkennen, das ist nicht wegen der Blindheit. Was ich nichts mehr sehen kann, ist der Villa Angrosch. Warum ich traurig bin, hat einen anderen Grund. Aber deine Haare sind glatt, soweit ich das mit meinen schwieligen Händen beurteilen kann. Er nickt, schnuppert nochmal ein bisschen an dir und geht dann. Also ich finde, die sind ja alle nett. Die Mittelreicher können sich mal ähnlich verhalten. Ich denke, das werden sie, früher oder später. Ja, aber ich bin ja nicht mehr lange hier. Ich muss zurück in die Heimat. Ich wurde zurückbeordert. Was? Ja. Wirklich? Wann denn das? Ja, als wir in der Stadt waren. Wann hattet ihr vor, das uns zu erzählen? Ich dachte, ich gehe dann und vielleicht hätte ich der Putz noch Bescheid gesagt, dann hättet ihr euch das gesagt. Und dann seid ihr alles morgens einfach weg. Ja. Und wer soll bei Isarons Hochzeit dann den Ringbär stellen? Mhm. Rafim, wir sind doch Brüder und Schwestern. Ja, aber die Brüder und Schwestern sind natürlich auch mal weiter voneinander entfernt und es ist auch ein Auftrag. Ja, ich pass aber auf wir ihn reden auf. Vorher miteinander. Du musst mit uns reden, Rafim. Ja, mache ich doch gerade. Und ja, du hast auch nicht gesagt, dass er uns sich zur Ruhe setzen möchte. Nun, es ist ja auch noch ein paar Monate hin. Ja, ich habe auch noch ein paar Tage. Und ich denke, wenn wir da zurück sind. Ich denke, es wird bis ins Frühjahr andauern, bis all solche Sachen unter Dach und Fach sind. Das ist ja praktisch schon morgen. Und überhaupt, Isarund. Was sollen wir denn tun? Was sollen wir denn tun? Ja, Isarund ist jetzt... Hat der nicht da irgendwas angeboten, dass du Magiern vom
Okay, ich hab's nicht so genau zugehört, aber du wolltest irgendwas mit Magieren werden. Richtig, ihr wolltet die Anstellung annehmen und ich denke, Asava wird euch auch nicht mehr durch die Gegend abenteuern lassen. Ja, was heißt denn hier nicht mehr durch die Gegend abenteuern lassen? Also, das ist ja wohl nicht seine Entscheidung. Ja, wenn. Nun, es ist aber auch nicht mehr ihre Entscheidung alleine. Nein, nicht mehr alleine, aber es ist eine partnerschaftliche Entscheidung. Und so wie ich jetzt mit ihm übereingekommen bin, ist, dass ich natürlich meine Anstellung als zweiter Hofmager annehme. Genau. Und mit der Kaiserin herumreise, soweit sie mir nicht andere Befehle erteilt. Zwischendurch kann es natürlich immer noch mal vorkommen, dass seine Spektabilität bei der Kaiserin anfragt, ob ich nicht einen gewissen Auftrag übernehmen kann. Und ansonsten, naja, Asavo, er ist ja auch ein Ordensmitglied. Er bekommt auch seine eigenen Aufträge. Aber wenn ihr dann verheiratet seid, heißt Asavo auch Spogelsen, oder? Wir überlegen noch, ob wir einen Doppelnamen annehmen sollen oder ob wir einen solchen unseren Kindern geben wollen. Ja, aber ich dachte, man nimmt immer den Namen an, von der bekannter ist, der einflussreichere Name. Genau, der einflussreichere Name. Nun ja, vom See, das ist schon eine einflussreiche Familie. Das ist das Fürstenhaus des Koschs. Aber Iseron. Also Iseron, ihr seid unsere Schwester. Was kann's denn da Besseres geben? Was auch immer das vom Kosch da ist. Könnt ihr euch nicht einen neuen Namen ausdenken? Ich meine, ihr seid vom Ochsenwasser-Drachentöter. Wäre das nicht ein wunderbarer Name? Iseron vom Ochsenwasser-Drachentöter. Ich glaube, da würde ich gerne bei unseren Traditionen bleiben. Na gut. Traditionen dann sind nichts Schlechtes. Sonst wüssten sie ja gar nicht mehr, wo sie herkommt. Und das ist doch wichtig. Das ist richtig. Ihre Vorfahren und so. Ja, ja, natürlich. Wo wir gerade bei Familienangelegenheiten sind, zu lernen. Der Grund, warum er eben so traurig war. Nun, als der Allergrimm ausgebrochen ist, sein Sohn verstorben. Er starrt als Kupfersäule. Oh. Tragische Sache. Ich wollte nicht fragen. Und ich denke, das war wohl auch besser so. Und es ist eine schlimme Sache, wenn Kinder vor ihren Eltern sterben. Immer. Immer. Oh, das passiert in einem Land öfter, als man glauben sollte. Aber das ist hier vielleicht anders. Ja. Nur weil es häufig geschieht, heißt es nicht, dass es eine gute Sache ist. Da habt ihr recht. Wir müssen uns trotzdem um den Armen kümmern, denn trotz seiner Stärke, die er uns zeigt, und seinen Geisteszustand, er hängt diesem Tod wirklich sehr nach. Ich sollte vielleicht einmal nach ihm sehen. Was? Spruch geben. Ich meine, ja, meine Aufgabe als Geode. Ich kenne dieses Leid ja selbst. Einen wichtigen Bezugspunkt zu verlieren. Ich habe vorher nicht ganz verstanden. Ihr sagtet irgendetwas und ich hatte den Eindruck, dass ihr, weil ihr ein Geode seid, hier nicht so willkommen wärt. Das ist richtig. Das aber ihr seid doch, weiß nicht, ein Priester? Ein Seelsorger? Wieso seid ihr denn hier nicht willkommen? Nun, ehrende Gilde lehnt uns als verdorben ab. Das hat mit der historischen Begebenheit zu tun, wie die Geoden eigentlich entstanden sind. Und dass Magie von vielen Erzzwergen als etwas zutiefst Drachisches angesehen wird. Und deshalb sind wir Geoden generell hier nicht gerne gesehen. Und die ehrende Gilde hasst uns. Und auch wenn wir für die zwergische Gesellschaft viel tun und uns immerfort beweisen und uns Wille ist, was wir tun und wir in Angroschs Namen handeln, ist doch schwer für uns als Teil der zwergischen Gesellschaft akzeptiert zu werden, gerade von diesen konservativen Erzzwergen. Aber gut, kann verstehen, warum sie so denken. Vielleicht dauert das einfach nur noch ein bisschen, Boltax. Vielleicht noch 1.000-2.000 Jahre und dann haben sie sich dran gewöhnt. Ja, vielleicht eher so 4.000-5.000 Jahre. Die sind schon sehr stur.
Das habt ihr nicht verdient. Ihr tut so viel für euer Volk. Nun, man kriegt nicht immer, was man verdient, und man verdient nicht immer, was man kriegt. Das ist leider so. Da habt ihr recht. Sonst würde Jala noch viel mehr ins Gesicht bekommen. Zum Beispiel. Bitte? Ich spreche nur die Wahrheit aus, die ihr alle gedacht haben. Niemand hat das gedacht, Rafim. Ich muss zugeben, ich habe das auch nicht gedacht, Rafim. Jala ist schon eine Bereicherung für uns alle. Manchmal natürlich. Außerdem seht es so, Rafim. Nicht jeder kann so ein einnehmendes Wesen wie Mira haben. Einnehmend. Ja, ich verstehe. Sehr lustig. Ich würde Mira unter dem Tisch ein wenig von meinem Essen zu. Ja, Mira ist schon. Ist sie eigentlich. Woran kennt man das, als wir schwanger sind? Werden die noch dicker? Aber Mia. Ich weiß nicht, ich habe noch nie einen schwangeren Eisbären gesehen. Ich kenne nur Außerdem haben wir noch gar keine anderen Eisbären getroffen. Ja, ist ja gut. Aber ich glaube, wir haben noch keinen anderen Eisbären getroffen. Ich glaube, Mira findet diese Frage indiskret, Abel Mir. Ja, ist wahrscheinlich, aber sie hat auch vielleicht auch Bedürfnisse. Ja, aber wenn du dir so große Sorgen machst, kannst du dir einen Bären besorgen. Wo kriege ich einen Eisbären jetzt hier? Ich habe doch auch einen besorgt, oder nicht? Aber also, das ist ja wirklich ungebührlich. Wieso? Ich sorge mich um Mira. Ja, aber ich weiß nicht. Ihr stellt euch vor, ihr lebt euer ganzes Leben lang alleine. Ohne eure Artgenossen, ohne eure Mitzwerge. Würde euch das gefallen? Das machen viele Zwerge, weil es nicht so viele weibliche Zwerge gibt. Und man muss sich halt ein bisschen anstrengen. Macht es euch glücklich? Nein. Seht ihr? Währenddessen tritt der ziemlich muskulöse Zwerg an Jalan heran, derjenige mit dem Korswappen auf seiner Brust von den Chorknaben, und nickt ihr zu. Gotosha Matomash. Hey, Dorakash. Ich kann tatsächlich ein bisschen Rogolan. Was sagt er? Schuppen und Zehen, das ist wohl eine Begrüßung. Da werde ich mit schrecklich verstelltem Mogulan versuchen zu antworten. Makosha Dakash. Lass gut sein. Für Kor und Väterchen. Ich habe den Mokönig paliert. Und er sagte, wenn ihr uns mal braucht, 150 Zwerge, 3 Banner. Er nickt dir zu. Du weißt, verstehst schon, ich bin Warhawk. Ja, du kannst jetzt auch erkennen, warum er jetzt wohl den Titel trägt. Blutbart. Er hat einen feuerroten Bart, feuerrote Haare. Und das hier ist Karok, das ist Molmak. Das ist ein Zwilling. Das ist Bardas. Stratege, Leibwächter. Naja, und ich bin der Anführer. Wenn ihr uns braucht, sagt Bescheid. Ich nicke den Viren zu. Wenn es Kohäre macht, dann wird es passieren. Gut. Schreibt uns einfach einen Brief oder eine Steintafel oder was auch immer. Einen abgeschlagenen Kopf. Wir verstehen schon. Ich bin mir sicher. Er grinst dich schief an. Du siehst, wie ihm wohl ein paar Zähne fehlen. Und die aus Gold wieder in seinen Mund eingesetzt worden sind. Echtes Gold. Ja, also. Bin wie gesagt Warhawk. Und jetzt ist unsere Frage unter uns. Wer ist der Vater von Kor? Er kneift so ein bisschen die Augen zusammen. Ich setze es einem an, dann überlege ich es mir besser. Angrosch? Willst du es nochmal versuchen? Ich weiß nicht, seine Mutter ist die große Löwin. Ja, jetzt nickt er. Und der Vater? Komm schon. Alte Schule. Man sieht, wie er sich anstrengt, versucht es nicht zu sagen. Fahr mal los. Jetzt boxt er dir voll in den Bauch. Für 1W6 plus 4 Trefferpunkte. So, 10 TP. Das ist eine Wunde.
Er hatte keine Waffe, also sind 5 SP und er knurrt dich weiter aus seinen funkelnden Zähnen an. Also ist nochmal. Oh, ich weiß es nicht. Die Leuen lässt sich nicht mit einem Drachen ein. Jetzt schaut er mal rüber zu Rafim. Kannst du helfen, Decker? Also, Decker ist natürlich jetzt erstmal ein netter Anfang, aber was Jalan sagt, ist schon richtig. Er wurde aus dem Zorn Rondras und der heiligen Esser des großen Vaters geschmiedet. Jetzt zupft der Jalan so ein bisschen an seinem Kettenhemd oder was auch immer du gerade trägst, irgendwie Robe. Ich glaube nicht, zieht dass so ich ein bisschen, das von mir aufgenommen bin. Zieht so ein bisschen runter. Dass er dir ins Ohr flüstern kann. Wusstest du, dass wir den Stein von Rassasur geklaut haben? Ogdragosch wird gebaut. Und der Splitter, den euer Drache verwahrt, ist gefälscht. Ha. Ist vermutlich besser drum, Mark. Ich denke, ihr passt besser darauf auf als er. Schließlich ist deinem Zwerg noch nie etwas abhanden gekommen. Jetzt nicht, beißt er dir einmal ins Ohr und reißt dir das Ohrläppchen ab. Au! Blut sprudelt so ein bisschen. Die Zwerge sind sich nicht ganz sicher. Niemand lacht. Und dann geht er raus. Oh ja, also so eins habe ich auch. Okay. Wir haben sogar die gleiche Seite. Ja, dann klemmt sich irgendwie mit der einen Hand das Ohr ab, damit das Blut nicht überall hinläuft und blickt sich etwas irritiert um Tisch um. Jalan, bitte schließt jetzt nicht von ihm auf alle anderen Zwerge. Das ist nicht üblich und nicht unsere Gastfreundschaft. Ich hole euch sofort etwas zum Verbinden. Albrax schaut so ein bisschen entschuldigend, zuckt mit den Schultern. Oh, tut mir leid, Jalan. Er ist Krieger der alten Schule. Ich merk's. Blicke mich kurz auf den Boden um. Hat er mein Ohrläppchen ausgespuckt oder hat er das mitgenommen? Ja, drauf umgekaut.